Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 2 No Reload. Wir haben ja letztes Mal den Magier Vital getötet, nachdem er uns geholfen hat, diese Elementarebenen von Schätzen zu befreien. Vertrauen ist etwas für Narren. Gab unter anderem den Zeitstoppzauber. Das ist ja richtig geil. Den können wir in irgendeiner Notsituation einsetzen und das umdrehen dann. Wenn ich dran denke, ihn zu benutzen. Aber jetzt zum heutigen Plan. Wir sind letztes Mal ja im Unterreich angekommen, haben hier den Zwirf Nebli geholfen, können jetzt theoretisch Adalon hier oben, also hier hinten irgendwo, besuchen und ihre Quest annehmen. Bevor wir das machen, habe ich allerdings vor, die drei Enklaven der drei gefährlichen Unterreichrassen auszuräumen. Und da fangen wir mit der einfachsten an. Es gibt Illitiden, es gibt Betrachter und es gibt, das spreche ich immer ein bisschen falsch aus, Kuutoa oder Kuutao. Auf jeden Fall diese Art Fischwesen und die sind hier an dem Bildschirmrand. Die haben hier eine Enklave inklusive ihrem eigenen Königsgeschlecht, wieder ein Adliger. Und die werden wir alle töten. Ich glaube auch, die sehen Unsichtbares. Hoffentlich werde ich wenigstens. Von daher werden wir da einfach reinrennen. Ganz ohne Schleichen, ganz ohne Verstecken, ganz ohne all diese Dinge. Ich werde mit Edwin einmal die Hast auf Korgan zaubern. Davon haben wir nämlich viele, viele. Wir haben schließlich eben erst gerastet. Und dann sollte der sich hier durch die Leute schnitzeln. Ich werde eurer Stärke folgen. Wir sind Korgans Backup. So, hier ist jetzt wenig gewesen. Okay, hier oben. Ah, und oh. Okay. Überraschung. Da sind Betrachter drin, ja. Ja, wie jeder leicht sehen kann. Das macht's dann doch ein bisschen schwieriger. Aber Korgan, du bist da gut weggekommen. Das Schicksal wartet. Respekt, mein Freund. Respekt, Respekt. Dann ist vielleicht doch eine Unsichtbarkeit angebracht. Oder wir nehmen meine zahlreichen Ressourcen. Zum Beispiel diesen Trank des magischen Schildes. Ja, ich folge euren Erstmal gucken, Befehl. Wie weit die uns Im hinterherlaufen. Moment. Sieht so aus, als wären die uns gar nicht hinterhergelaufen. Okay, Korgan. Trink den Trank des magischen Schildes. Lähmung Korgan. Aber wir werden ja alle Rettungswürfe automatisch ausführen, wegen dem Trank des magischen Schildes. Außerdem haben wir 100% Magieschadenswiderstand. Und den Arsch voll Angriffe. Linksklick auf den Betrachter, da der einzig Gefährliche ist. Die Gauts müssten nur magischen Schaden machen, dem wir widerstehen können. Magischen Schaden und geringen Blitzschaden. Ich korrigiere. Der Betrachter könnte an die magischen Strahl einsetzen, was den ganzen Plan über den Haufen wirft. Deswegen holen wir meine anderen Kameraden hier auch rein. Bis auf Braket. Braket bleibt hier hinten. Braket bleibt hier hinten. Edwin bleibt auch hier hinten. Jan wird nach Fallen gucken und sich auch hier hinstellen, denn diese Symbole sind für mich immer so ein Zeichen, dass es gefährlich werden könnte. Und Korgan geht einfach mal rein, wie schon gesagt. Ja, der hat hier jetzt Immunität gegen diese Art von Schaden. Verlangsamung könnte ihn auch ärgern. Ich hoffe, er macht seinen Rettungswurf. Genauso wie gegen Beherrschung. Das ist ja alles kein Problem. Der Blitzstrahl hat jetzt, glaube ich, ein bisschen Schaden gemacht. Sobald die erste Runde hier rum ist, werde ich auch nochmal ein... Oh, nee, werde ich nicht. Ich werde hier keine Berserkerwut anmachen. Das braucht man nämlich nicht. So, jetzt haben wir auch einen Kameraden hier, nämlich Viconia. Nee, es ist ja Hira, natürlich ist es ja Hira. Die hat schließlich auch die Haststiefel. Ich glaube aber fast, dass das, doch relativ unnötig war, sie herzuholen. Ich hoffe, jemand schießt auf Viconia. Die hat ja Magiewiderstand bis nach übermorgen. Ist absolut gar kein Problem. Also ja, ich hätte dich nicht hier reinholen sollen. Du bist einfach zu squishy für einen Magiekampf. Komm ja, Hira. Schon unterwegs. Hast jetzt einen Heiltrank genommen, damit ist deine Trankaktion pro Runde vorbei. Damit bist du besser in Sicherheit. Ja, also das lief gut. Wir haben vieles gelernt gerade. Vor allem über Yahira. Ja, Yahira, du bist dafür nicht so geeignet. Kannst mal ein bisschen was einstecken. Aber das war's dann auch. Kannst da nicht wirklich mitmachen. Lassen wir dich kurz heilen und laufen mit Korgan einen Schritt weiter. Ich hab schon wegen weniger getötet. Ja, hier sind die Gegner, die ich erwartet habe. Kuutoa. Ich
Ich glaube, da habe ich ganz zwei andere Sachen gesagt eben, ne? Da ist auch ein Magier dabei. Ich mache ja immer noch alle Rettungswürfe automatisch, aber ich denke trotzdem, dass eine Berserkerwut interessant sein kann. Klicken wir den Magier an. Ich meine, es gibt hier Peitschen, Aufseher und Leutnants. Und Krieger, die sind alles was Verschiedenes. Aber ich glaube, der Magier ist tatsächlich der, der am Ende dann doch die besten Chancen hat, hier was zu reißen. So, Yahira, dich wollte ich hier mit reinnehmen, weil du so schön schnell bist. Der Rest von euch stellt sich hier hin, inklusive Brake diesmal. Ja, und Korgan macht das. Korgan hat mittlerweile die Rettungswürfe und die Rüstungsklasse, um das zu schaffen. Ja, und jetzt haben wir auch noch Freunde da. Dann würde ich jetzt Brake mit reinnehmen. Darf jeder auf jemand anderen gehen? Feuerpfeile. Hast du noch die Armbrust ausgerüstet? Ja, hast du. Gegen die normalen Gegner hier brauchen wir die nicht. Da würde ich mit den Pfeilen ein besseres Ergebnis erzielen, denke ich. Ja, wenn Korgan nicht hilft, dann geht's nicht. So, das war jetzt eigentlich relativ leicht. Bis jetzt. Wie groß ist dieses Gebiet? Nicht so fürchterlich groß, auf jeden Fall. Hier würde ich jetzt Jan nochmal in die Hand nehmen. Und doch wieder nach Fallen suchen. Weil ich glaube zwar nicht, dass an dieser Kreuzung Fallen liegen, aber hier, da liegen welche. Gehen wir mit Korgan nochmal hier hoch. Das könnte auch eine Falle sein, ne? Laufen wir mal seitlich dran vorbei. Ich habe hier mit viel mehr Widerstand gerechnet. Hier ist auch... hier sind Drow. Die sind noch gar nicht feindlich. Das finde ich angenehm. Was ist denn los? Achso, das war der Wutanfall. Also hier keine Gegner. Sehe ich das richtig? Okay. Vertrauen ist dann etwas kommt für mal Narren alle mit. Tote. Jan guckt sich Verstanden. Das da an. Ja, ich folge euren Befehl. Gegner. Ich habe es doch vermutet. So, der Trank ist noch aktiv, denn drei Runden sind, glaube ich, drei Phasen. Also 30 Runden. Das ist wieder eine falsche Beschreibung. Dann sollte ich hier einfach den Mann da anklicken. Yahira aber darf reinkommen. Braket darf mitmachen. Edwin könnte auch was tun. Es schadet ja nicht, da ein Chaos reinzuhauen. Für die Gefallenen. Das können wir ruhig mal machen. Da kommt das Chaos. Das sollte jetzt hier alle verwirren und das Ganze beenden. Dann werde ich meine drei starken Kämpfer an die Hand nehmen und gucken wir mal. Der Priester ist das nächste Ziel. Ja, der Flammenschlag hätte auch Schaden machen können. Ich weiß gar nicht, warum der keinen gemacht hat. Wir hinterfragen es erstmal nicht. Vielleicht fällt es auch bei Korgan nicht so auf. So, da ist der Aufseher gleich hinüber. Na komm, bring den um. Ich bin da mehr gewohnt. Oder besser gesagt, weniger Versagen bin ich da gewohnt. Das läuft doch. Damit seid ihr hinüber. Sehr schön. So viele schon erledigt. Jan? Vielleicht ist es doch ein bisschen weiter hier vorne noch. Heute stand es jetzt an sich lange genug da, um jede Falle zu sehen und zu finden, die hier rumliegt. Wir gehen noch nicht direkt nach oben, Richtung Norden. Da ist nämlich der Prinz von denen. Und ich glaube, dafür brauche ich erst irgendwelche Kaulquappen, bevor ich da ihn besiegen kann. Was zum Teufel war das denn jetzt? Und wie kann ich verhindern, dass das nochmal passiert? Ernsthafte Frage, ja. Das hätte ja jetzt auch irgendwen treffen können. Zum Beispiel Braket. Ich glaube auch, das habe ich mir jetzt offscreen überlegt, dass wir doch
die Drau-Rüstung nochmal hier rausholen, sofern ich die aufgehoben habe. Sieht nicht so aus. Ich hatte ja ein Drau-Elfen-Kettenhemd für Jan. Das hier, genau. Und das habe ich ihm ursprünglich nicht angezogen, weil es ein bisschen schwer ist. Das gilt auch immer noch. Andererseits ist es einfach besser, ihn damit auszurüsten, als mit seiner Abenteurerkleidung. Die 25% Resistenz gegen körperliche Angriffe habe ich ein bisschen hoch eingeschätzt. Ich finde, glaube ich, die -1-Initiative auf Zaubern finde ich interessanter. Weil Jan so oder so weder Fernkampfziel ist noch Nahkampfziel. Wisst ihr, das der kommt schon klar. Damals. Auch wenn seine Rüstungsklasse. Also seine Rüstungsklasse ist nicht so wichtig. Und auch seine Schadensreduzierung ist nicht wichtig. Das ist eher wichtig, wenn ich jetzt einen Barbaren hätte. Oder was ähnliches. So. Jetzt bin ich anscheinend in die Falle doch reingelaufen. Dann können wir uns jetzt hier. vielleicht den stärksten Gegner in diesem Dungeon stellen. Hier steht nämlich eine Statue von Demogorgon. Bringt dem großen Demogorgon ein Tieropfer dar und platziert es vor seine Statue. So erwachen seine Kinder aus ihrem langen Schlummer. Ja, hier stehen Gedankenschinder als Statuen rum. Das weiß ich gar nicht genau, was das ist. Könnte wahrscheinlich einer von den Kuo Tao sein. Wenn man hier ein Tieropfer bringt, und ich glaube, da zählt jedes beschworene Wesen, steht für mich an oberster Stelle. Erscheinen Dämonenritter. Aber die sind richtig stark. Die haben, glaube ich, Lebenskraftentzug auf ihren Schlägen. Und ihre Schläge haben ordentlich Wumms. Da müssen wir auf jeden Fall gut vorbereitet sein. Und gut vorbereitet sein heißt für mich, Skelette beschwören. Jetzt müssen wir auch gucken. Eventuell behindern uns jetzt die Skelette und die Feuerelementare in dem äußeren Gebiet noch, dass ich jetzt hier nicht so viele beschwören kann, wie ich gerne möchte. Das werden wir gleich aber erfahren. Jetzt beschwören wir gerade das fünfte Skelett und danach sollte auch gut sein. Mehr gehen ja bekanntlich nicht. Dann hauen wir einmal Schutz vor Bösem raus. Kommt alle zusammen. Wir haben sogar noch alle Schutz vor Bösem. Aber das kann man ja ruhig nochmal zaubern. Wir haben auch noch teilweise chaotische Befehle. Hier Yahira und Braket haben noch chaotische Befehle. Braket hat noch Todesschutz. Dann kann Vikonia nochmal vor Furcht schützen. Ich muss mal gucken, ob ich noch Hast habe. Ja, Edwin hat einmal Hast. Das ist für die Skelette interessant, auf jeden Fall. Und dann haben wir bei Jan auch noch einmal Hast. Und wir haben auch noch relativ häufig verbesserte Hast. Die würde ich jetzt auch großflächig verteilen und einsetzen gleich. Fangen wir erstmal mit der normalen Hast an hier. Jan, normale Hast. Und ich glaube, wir schaffen diese Dämonenritter im Nahkampf. Ihre schlimmen Fähigkeiten sind tatsächlich der Lebenskraftentzug und ich glaube Furcht und sowas. Und da haben wir uns jetzt vor geschützt. Das sollte kein Problem machen. Dann würde ich Edwin ganz gerne benutzen, um Korgan wieder verbessert zu hasten. Jan, sobald er sich von seinem letzten Zauber erholt hat, kann Yahira verbessert hasten. Ja, ich glaube Yahira macht Sinn. Dann würde ich ein Skelett reinschicken. Direkt auf den Altar. Und Korgan begleitet dieses Skelett. Er kriegt ja jetzt von Edwin hat er die Hast abgekriegt, oder? Das ist schon erfolgreich. Weiß ich gar nicht. Sieht nicht so aus eigentlich. Ja, Anzahl der Angriffe 5. Wirkt verbesserter Hast, nicht wenn man schon Hast hat. Das wäre natürlich ein echt großer Nachteil. Ja, Yahira hat auch nur 5 Angriffe. Ja. Das ist jetzt natürlich enttäuschend. Gut. Gucken wir mal, was passiert. Ja, jetzt hat Yahira Beschleunigung erfahren. Ja, bei Yahira ist es auf dem Porträt. Ich glaube, ich bin zu schnell weggeraufen. Gut bezahlt. Skelett, du bist das Tier, das ich Demogorgon opfere. Tut mir leid. Der Sieg wird unser sein. Du wirst dann gleich ein neues nachbeschwören. Dann kann Yahira auch schon mal reingehen. Yahira ist ja doch, naja gut, ist nicht so haltbar, wie ich gerne hätte. Aber vielleicht beschwören wir auch eine Nymphe. Gucken wir mal. Erstmal kriegt Korgan verbesserte Hast. Die hätte ich jetzt eigentlich für Braket vorgesehen. Das lassen wir dann von Jan übernehmen. Ja, da haben wir zwar keine verbesserte Hast auf Jan, aber das ist auch okay.
So, Korgan, du bist jetzt beschleunigt. Ja. Die hinten sind gleich zwei davon aufgetaucht. So, du beschwörst bitte ein neues Skelett. Die zwei Skelette gehen hier rein. Die zwei Skelette gehen ebenfalls hier rein. Vikonia beschwört ein neues Skelett. Braket hat Hast abkommen. Korgan hat Hast. Also Braket kriegt noch Hast ab. So rum ist richtig. So, ja. Sind sie jetzt da? Ja, da sind sie. Da kommt die Dämonenfurcht. Nee, da kommt Magiebannen. Das gefällt mir ja gar nicht, Jungs. Schon unterwegs. Dann gucken wir doch mal, was passiert, ne? Mama, Mama. Erstmal den Wutanfall. Jahira wurde auf jeden Fall etwas gebannt, aber es scheint nicht funktioniert zu haben. Eventuell ist unser Level zu hoch für die Dämonenritter. Das wäre doch super. Oh, da kommt noch Feuer. Da habe ich nicht mit gerechnet. Es kann auch nur sein, wenn jemand von denen stirbt, dass dann Feuerbälle kommen. Der ist gar nicht gestorben. Ich dachte, du wärst schon tot, mein Freund. So, hat Braket da jetzt Schaden gemacht? Ja, Braket kann mit plus 1 Pfeilen euch abballern. Ja, das wird Braket natürlich benutzen und ich zeige das ja echt sehr gerne, um 8 Angriffe die Runde zu machen. Da ist schon der erste tot, da ist schon der zweite tot. Ja, okay. Ich bin bereit. Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir euch links klicken. Da kommt noch ein Feuerball. Das hat aber auch nicht gestört. Die Skelette haben sowieso Magiewiderstand. Auf Yahira muss ich aufpassen. Korgan hat die Lebenspunkte. Da kommt der nächste Feuerball. Das ist auch wieder fast egal. Ja, das habe ich mir schwieriger vorgestellt. Aber hallo. So, ihr drei Skelette, ihr macht euch auf den Weg hier hoch. Wir sollten jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden. Hätte ich auch gemacht. Und uns hier hochbegeben. Mit allem Mann. Alle Mann und Frauen, ja. Alle Mann und auch die Frauen. So, du Skelett, du bist das einzige langsame Skelett, das wir noch haben. Du gehst auch da hoch. Okay, ihr seid, ihr seid nicht gerade mit Intelligenz gesegnet, wenn ich mir das angucke, was eure Wegfindung angeht. Aber ihr findet es heraus. Sehr schön. Dann machen wir jetzt schnell noch den Prinzen, weil den können wir, glaube ich, auch einfach umhauen. So wie wir gerade drauf sind. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Ja, das ist noch nicht mal der Prinz. Das ist noch eine Gruppe vor dem Prinz. Da ist wieder ein Magier. Der darf wieder das Primärziel sein. Korgan hat noch seinen Blutrausch. Wir haben sogar noch hier mit unseren beiden Magiern ein paar Zauber. Ja, wie wär's mit der Verlangsamung? Komm, probieren wir's. Da kommen ja richtig viele. Da kommen ja richtig viele jetzt hier. Das hat sich ja fast schon, gelohnt, dass ich da die Verlangsamung reingehauen habe. Dann lohnt sich sicherlich auch nochmal eine Furcht oder ein Chaos. Ich denke, wir gehen auf Chaos. Ich mag chaotische Zustände. Yahira, geh auch da rein. Braket, geh auch da rein. Ist hier noch ein Priester? Ja. Der Magier ist schon tot, glaube ich. Dann muss Korgan jetzt weitermachen. Edwin, du darfst gehen. Jetzt kommen auch die Skelette. Deren KI wird das ganz automatisch regeln hier. So, und dann... Ja, doch, klicken wir den Priester alle mal an. Da kommt der Nächste. Da ist schon der Prinz. Okay, der Prinz ist eine harte Nuss. Normalerweise, ne? Ich würde sagen, wir sollten den Prinz auch versuchen, hier reinzulocken. Ich werde jetzt die Leute hier einzeln umbringen. Mit meinen drei Hauptcharakteren. Und dann schießen wir den Prinz ab. Der Prinz hat so eine Art Unsterblichkeit auch. Aber es ist eher so eine Unsterblichkeit durch die Regeneration als eine wirkliche Unsterblichkeit. Von daher... Sollten wir den in den Griff kriegen. Der regeneriert unglaublich schnell Leben. Aber wir machen halt auch unglaublich viel Schaden. Genau, da ist er tot. Man kann hier irgendwelche Quappen, Kaulquappen raussuchen aus dem Wasser und kann die hier hinten reinwerfen. Und dann wird er geschwächt. Aber das haben wir jetzt überhaupt nicht gebraucht. Naja, kein Stück. Das ist doch gut. Die Drau an dem Ausgang, die lasse ich stehen. Die bleiben schön am Leben.
Da werde ich keinen Streit anfangen. Wir haben den ersten der drei Dungeons gemacht. Ich werde eurer Stärke folgen. Jetzt fehlt nur noch, den Loot einzusammeln. Ja, das klingt okay. Der Prinz hat hier adeliges Blut gelassen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ganz viele Edelsteine. Und 4.500 Goldmünzen. Außerdem diese Armschienen, an deren Verwendung ich mich nicht erinnern kann. Okay, das sind die Armreifen des blendenden Schlages. Einmal täglich verbesserte Hast mit einer Wirkungsdauer von 20 Sekunden. Das klingt doch auch ganz nett. Hat irgendjemand noch keine Armschienen? Irgendjemand, dem das auch was bringt? Nicht wirklich, nee. Na gut. Was es ja auch viel gibt, sind diese Kuh-Tor-Bolzen mit Betäubung. Ein Rettungswurf gegen Gift muss bestanden werden oder das Opfer wird betäubt. Das stelle ich mir auch gut vor. Nun gut, wenn den anderen richtig guten Loot gibt es hier unten bei den Dämonenrittern. Die meisten, also ich glaube alle bis auf einen, haben jeweils ein Schwert plus eins. Und der Hauptdämonenritter, der hier oben in der Ecke stand, der hat drei Gegenstände. Einen magischen Gürtel, einen Feldharnisch und ein viel besseres Zweihandschwert. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Das eine hier ist der Seelenschnitter plus 4. Ein plus 4 Zweihänder, der nur von bösen Leuten verwendet werden kann. Also leider nichts für Minsk, nichts für Keldorn, eigentlich auch nichts für Korgan, weil wer schult ihn auf Zweihänder um? Es wäre was für Sarevok. Der wäre mit dem Ding sehr glücklich. Aber es dauert noch eine ganze Weile, bis wir den wiedersehen. Dann haben wir hier den Gürtel der Frostriesenstärke. Eines der Bauteile, oder das letzte Bauteil, was wir noch brauchen, um Korgan seinen schönen Frost, seinen schönen Blitzhammer, so herum, ja, seinen schönen Thors Hammer zusammenzubauen. Den würde ich mit Korgan auch demnächst tragen, wenn ich nicht so interessiert wäre an diesen Eigenschaften hier, an diesen 50% Magieschadenswiderstand. Die werden nämlich gleich noch sehr nützlich, wenn wir in den Betrachter-Dungeon gehen. Gucken wir uns den Feldharnisch auch noch an. Das ist die Rüstung des Hirsches plus 3. Der hat einfach eine Rüstungsklasse von minus 2. Damit ist er 1 besser als der Prunkharnisch plus 2, den wir uns am Anfang des Spieles geholt haben. Er ist allerdings viel schlechter als ein Drauprunkharnisch. Das heißt, der ist auch im Moment was für den nimmervollen Beutel. Ja, vielleicht ziehen wir den später mal an, wobei je später im Spiel man kommt, desto weniger macht das auch noch Sinn. Und da ist der Munitionsgürtel auch schon voll. Wird Zeit, einen neuen zu bekommen. Vielleicht machen wir es so. Ja, das ist jetzt ein bisschen, das macht man eigentlich so nicht, aber ich würde jetzt Yahira den besseren Stärkegürtel erstmal geben. Gucken wir uns Yahiras Werte an mit dem normalen Stärkegürtel. ETW 0 von 2. Und ein Schaden müsste bei irgendwie plus 7, genau, plus 7 liegen. Plus 3 auf Trefferwürfe, plus 7 auf Schaden. Jetzt hat er ein ETW nur von 1. Jetzt sind es ein Trefferwürfe plus 4 und Schaden plus 9. Das ist jetzt nicht viel mehr. Also von 19 auf 21 ist der Unterschied echt nicht groß. Aber das machen wir so. Ich wollte ja mit Korgan Tränke nehmen. Und dann nehmen wir die Tränke halt. Für den nächsten Dungeon nehme ich einen Stärketrank mit Korgan. Ja, ich habe es jetzt gesagt, jetzt muss ich es noch machen. Und dann wird dieser Gürtel nämlich frei. Und zwar würde ich den, ja, Jan anziehen, genau. Wir ziehen den einfach mal Jan an. Jan hat dadurch ein bisschen mehr Tragekapazität gewonnen. Jetzt kann ich Jan endlich die dicken Rüstungen im Inventar rumliegen lassen und muss nicht alles immer sofort wegsortieren. Das hat sich schon gelohnt. Ich habe auch so ein bisschen vergessen, muss ich sagen, gewisse Fähigkeiten zu benutzen. Zum Beispiel Valios Helm haben wir jetzt lange nicht benutzt. Der wäre mal wieder gut, wenn wir den benutzen würden, ne? Das war ja dann doch nochmal ein zweiter Korgan, der viel reißen kann. So, jetzt haben wir Sprecht alles weggeräumt. Ich gucke nochmal, ob es hier eventuell auf diesen Schubfächern, ob es auf diesen Regalen hier was gibt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, alles, was es hier an Loot gab, ist mehr oder weniger das Kuh-Tor-Blut und die Gegenstände hier in dem Raum.
Ist auch der einfachste, ist auch, wenn ich mit niedrigem Level herkommen würde. Der einzige, den ich machen würde? Ja, ich weiß nicht. Ich würde generell alle machen. Immer. Aber wenn man Probleme hat, ist das hier der einfachste. Deutlich der einfachste. Edwin fehlen schon wieder seine zwei Lebenspunkte, die ihm immer zu fehlen scheinen. Jan hat wohl auch irgendwann 10 Lebenspunkte Schaden abbekommen. Das können wir aber in Ordnung bringen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Gar kein Problem. Dafür haben wir ja unsere Heiler. Ich bin überrascht, wie weit ich doch mit den kleinen Heilzaubern komme. Gute Güte. Jetzt sind die Feuerelemente verschwunden, aber wir haben noch ein Skelett. Und hier gibt es ja durchaus noch unerkundete Bereiche. Man kann hier dran vorbei nach Osten gehen, glaube ich. Und da müsste... Ich werde eurer Stärke folgen. Da müsste es weitergehen. Ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, wie man... Also, wie soll ich sagen? Es gibt hier einen südlichen Tunnel und es gibt hier einen östlichen Tunnel. Einer ist der Gedankenschinder-Tunnel und einer ist der Betrachter-Tunnel. Ich weiß nicht mehr, welcher ist. Ich habe... Jetzt, wo ich drüber nachdenke, das Gefühl, dass der östliche der Betrachter-Dungeon ist und der südliche der Gedankenschinder. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich mein Leben darauf verwetten sollte, ne? Also ich hätte jetzt vor, den Betrachter-Dungeon zuerst zu machen. Und für den Betrachter-Dungeon, ne, da will ich gar nicht lang, ich will weiter unten lang, ich will hier runter. Der Betrachter-Dungeon... Der hat am Anfang direkt einen Kampf. Ja, sorry übrigens, Anführer. Ich habe deinen König schon umgebracht. Also deinen Prinz. Ich will ja fair sein. Mit denen kann man, soweit ich weiß, nicht reden. Also, da ist tatsächlich... Edwin ist vorne. Wie ist das passiert, ne? Und warum kommt ihr nicht hier runter? Warum läuft ihr die komischen Wege außenrum? Was kommt da geflogen? Personen festhalten. Ja, hier ran. Aber wenn das funktioniert... Zum Glück hat es nicht funktioniert, ne? Hätte ja jetzt auch funktionieren können. Setzen wir doch mal ein paar Sachen ein, die wir lange nicht eingesetzt haben. Magische Geschosse zum Beispiel. Auf den Magier da hinten. Damit der sich das zweimal überlegt, bevor er das nächste Mal sowas Böses macht. Rakat darf auch mitschießen. Ich würde Korgan jetzt ranschicken. Und ja, hier schicken wir, glaube ich, auch ran. Einfach damit die Zauber, die mit AOE, nicht so weit in meine Weichziele hier hinten fliegen. Das macht doch immer Sinn. Scheint gut zu laufen. Da hinten geht's weiter. Das ist nochmal ein Moment für eine Verlangsamung auf die Brücke. Ja, kämpft euch zum Magier durch, wenn ihr irgendwie könnt. Ich glaube, der Aufseher steht euch im Weg. Sobald der fällt, müssen wir die Lücke nutzen. Ja. Aber gerne. Auf zum Magier. Töte den Magier. Braket, du bist wegen deiner großen Kuppel. Ich identifiziere ihn immer noch nicht mit der Kuppel. Bist du für mich immer unsichtbar. Ich habe keine Ahnung, was Braket zu jedem Moment macht. Ich glaube, auch jetzt werde ich euch wieder alle in Reihenfolge anklicken und dann versuchen wir alle auf den Magier zu gehen. Gucken, ob Raket da Schaden macht. Ich glaube, der Schutzzauber schützt den Magier. Aber du kannst auf den Priester gehen. Ich bin bereit. Jetzt ist er auch tot. Ja. Dann gehen wir alle auf den Priester. Das war böses Zerschlagen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn für die Kuh-Tor. Braket ist nicht in der Nähe. Und der Rest meiner Gruppe ist neutral oder böse. Merkt man ja hier gar nicht an, dass sie neutral ist. Aber es stimmt. So, der letzte. Und dann müsste es hier eigentlich alles frei sein, ja? Gucken wir nochmal. Also es gibt hier nämlich einen Tunnel. Und im Süden. Jetzt ist halt echt die Frage, also das sieht für mich eher nach Betrachtern aus, als das da. Oh, und vor allem, weil man bekämpft der Gedankenschinder auch noch hier irgendwo in dem Bereich. Jetzt ist die Kampfmusik wieder losgegangen, oder?
Ist hier noch irgendwo jemand? Shaw steht für mich an oberster Stelle. Ich weiß jetzt halt nicht genau. Meine Axt ist verdammt. Wir müssen halt das Risiko eingehen, dass ich in den falschen Dungeon stolper. Der Unterschied zwischen Betrachtern und Gedankenschindern ist relativ groß. In den Betrachter-Dungeon möchte ich auf jeden Fall voll gebufft, denn da ist direkt ein älterer Todestyrann, der sterben muss. Wenn wir den nicht töten, dann kerkert der vielleicht jemanden von uns ein. Und da man da in einen Dungeon reingeht, ja. Ist das nicht so schön? Ich glaube, hier unten sind die Betrachter. Haben wir denn eigentlich genug Zauber und Ressourcen, um das einfach so zu machen, wenn das die Betrachter wären? Die Betrachter haben den Vorteil, man kann jederzeit wieder gehen. Können jederzeit sagen, okay, das ist schön, wir haben jetzt die ersten zwei gemacht, wir drehen uns wieder um und machen die anderen später. Die Gedankenschinder entführen einen in ihren eigenen Dungeon, wo man nicht rasten kann. Das ist ein bisschen problematischer. Wir machen Folgendes. Ich beschwöre nochmal einen begrenzten Wunsch, also einen Genie. Dann versuchen wir den Genie, also Edwin Renn, mit Viconia anzureden. Die hat ja dann die meiste Weisheit hier. Ich werde eurer Stärke folgen. Komm, Genie, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Kann ich das nicht? Mal gucken, mit wem redet er? Mit Edwin. Also egal, wie weit ich weggehe, er redet mit Edwin. Edwin braucht tatsächlich die Weisheit. Ich sollte hier wirklich nichts nehmen, außer die Horde, weil die anderen Sachen haben alle eine negative Auswirkung. Wir holen uns wieder die Häschen. Schön gemacht, Edwin. Und dann rasten wir hier. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Mal mit Viconia. Ja, was werde ich noch? Ich werde den Flammenschlag wieder verlernen und werde nochmal chaotische Befehle lernen. Das können wir gegen die Gedankenschinder sehr gut gebrauchen. Und dann bin ich eigentlich auch glücklich mit meinen Zaubern. Ja, ich bin glücklich mit meinen Zaubern. Was soll das hier? Wir haben so viele gute Zauber, wir sind so eine starke Gruppe. Wir könnten Massenunsichtbarkeit verwenden gegen die Betrachter. Das ist eine Überlegung wert, hier ein bisschen das Zauberbuch umzuwerfen. Ich mache den Wunsch raus. Wir benutzen ihn ja sowieso nicht, ne? Genau wie den Kettenzauber. Und wir lernen einen Haufen Massenunsichtbarkeit. Das hat auch negative Auswirkungen teilweise, aber ich denke, damit können wir umgehen. Hier lassen wir das so. Ich brauche jemanden, der wahrer Blick kann, wenn Viconia ausfallen sollte. Ansonsten dürft ihr jetzt eure Steinhaut erneuern. Das dürft ihr immer machen, bevor wir schlafen. Kostet schließlich nichts, ne? Ja, Hira würde das auch machen, wenn sie noch eine hätte. Beschwören wir nochmal eine Nymphe. Hauen eine Massenheilung raus. Wie gleich immer die Kampfmusik losgeht, macht mich mal nervös. So, haben wir auch noch ein Häschen geheilt da oben. Sehr schön. Und dann hauen wir uns hier aufs Ohr. Hallo, Echsenmenschen. Na, ihr seid aber zu einem ungünstigen Punkt hier im Unterreich aufgetaucht. Wo doch Edwin hier rumläuft. Wurde aber auch Zeit, hätte ich auch gemacht. Das macht doch wirklich keinen Sinn, dass ihr hier seid. Das hätte ich euch auch sagen können. Ich warte. Na gut. Töten wir den noch schnell. Und dann hauen wir uns wieder aufs Ohr. Okay, das ist schon eher problematisch jetzt. Scheiße. Ja. Kann man nicht anders sagen. Wir probieren es genauso. Wenn Edwin schnell genug ist, sterben die, bevor wir große Probleme haben. Also es hat auf jeden Fall besser funktioniert, als ich gedacht habe. Es ist nur die Nymphe verwirrt, oder? Der Rest, den machen wir jetzt einfach tot. Das Kriegerskelett kommt auch schon wieder. Ja, sehr brav. Und dann kümmern wir uns um dich, weil du bist jetzt eine Gefahr. Tut mir leid, ja. Aber so ist es. Haben wir noch? Ja, haben wir noch ein Skelett. Schauen wir nochmal ein Skelett. Warum nicht?
Wir werden hier schon rasten. Ich werde nicht zu dem Tiefengnomendorf hingehen, auch wenn es wahrscheinlich schneller wäre. Komm. Unsere Skelette bewachen uns doch jetzt. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir wieder da. Ja, ich denke, das ist der Betrachter-Dungeon. Was würde ich da wollen an Schutzzaubern? Ich würde auf jeden Fall Schutz vor Bösem haben wollen. Dann kann ich den Furchtschutz vertragen. Geh mal auf Yahira. Was Yahira noch kann. Einen Todesschutz. Ja, den Todesschutz geben wir Braket. Das muss einfach sein. So, dann sind wir wieder bei Viconia. Viconia. Chaotische Befehle Braket. Ja. Wir haben unsere Lieblinge. Die müssen geschützt werden. Dann würde ich chaotische Befehle tatsächlich auch nochmal auf Yahira zaubern. Im Prinzip braucht die ja jeder, ne? Aber wir haben es halt nicht für jeden im Moment. Wobei ich gleich ein wundersames Erinnerungsvermögen hinterherjage. Naja, kriegen wir doch gleich welche zurück. Kriegen wir doch gleich einen Todesschutz und einmal chaotische Befehle zurück. Oder nee, wir kriegen zweimal chaotische Befehle zurück. Das ist fast noch besser. So, dann machen wir mit Edwin jetzt. Die Massenunsichtbarkeit. Hier auf uns. Zack, bumm. Dann sind alle verbessert unsichtbar. Und dann gehen wir jetzt hier unten rein. Und wenn das jetzt die Gedankenschinde der Stadt ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Nee, es ist tatsächlich hier der Betrachter-Scheiß. So, da haben wir das ältere Todesauge. Da haben wir den Betrachter. Korgan. Hoffentlich werde ich. Ich habe verbessert Arzt vergessen. Nein, der kann auch noch wahrer Blick. Ja, da musst du sofort anfangen, glaube ich. Da musst du sofort hier das da machen. Oh Gott, oh Gott. Würde ich auch mit Yahira. Ganz meine Meinung. Das ältere Todesauge muss weg. Yahira, älteres Todesauge. Viconia. Tank den anderen Betrachter. Edwin und Jan sollten wahrscheinlich gerade nichts machen. Ja. Ich habe jetzt Yahira den Befehl gegeben, auf das ältere Todesauge zu gehen. Ohne Hast, möchte ich mal sagen. Das war richtig doof. Und ich kann die jetzt auch nicht nachzaubern, weil meine Leute sind ja unsichtbar. Außer ich lasse den Betrachter da hier seinen Zauber machen. Fangen die an zu schießen. Ich glaube, ich sollte auch. Was ist denn hiermit? Ja. Ne, warte mal. Halt, stopp. Wie geht denn das? Ah, anscheinend ist das ausgerüstet. Wir versuchen es mal mit Betäubungsbolzen. Korgan hat seinen Wutanfall. Korgan greift an. So, das Rettungsauge macht seinen Todeswurf. Das Todesauge ist schon mal gescheitert. Wir sind weiterhin unsichtbar. Braket ist ja geschützt durch hier diesen Umhang. Das habe ich ganz vergessen, wenn ich ehrlich bin. So, das Todesauge hat jetzt sich geschützt, ne? Zauberfalle. Aber das war's auch, oder? Zauberfalle, Steinhaut? Steinhaut sehe ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine da. Die Rache ist mein. Der Wunsch wäre jetzt in gewisser Weise, dass das Zauberauge betäubt, das Todesauge betäubt wird. Meine Leute stecken auf jeden Fall die Dinger ganz gut weg. Hier kam Fleisch zu Stein. Ja, Korgan. Gut, dass Korgan das Ziel war. Korgan hat die Lebenspunkte. Ich mache jetzt andauernd Pause. Ja, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ich werfe, glaube ich, auch einen guten Trank Richtung Braket. Wo haben wir denn die ganzen Hasstränke? Ich habe die doch irgendwo gebunkert. Jetzt finde ich natürlich keinen. Was ist hier mit Viconia passiert? Ich glaube, das ist Magie-Fehlwirken. Ja, die hat den antimagischen Strahl abbekommen. Das ist noch eines der besseren Ziele. Ich habe ja Edwin und meinen Jan habe ich noch in Reserve. Falls ich wirklich irgendwas zaubern will, kann ich mit denen noch einen garantierten Zauber raushauen. Und ja, ich habe anscheinend gar keine Schnelligkeitselixiere mehr. Oh doch, ja, ich bin halt blind. Ja, dann nehmen wir hier eins mit Yahira. Geben eins an Braket. Dass der auch eins trinkt. Das macht nochmal einen Angriff mehr. Das lohnt sich doch. Ist schon geschehen. Schon erledigt.
Ich sollte vielleicht auch diesen Betrachter hier töten. Jetzt ist er betäubt. Er ist betäubt, oder? Das hat doch funktioniert hier gerade. Warum? Ah, Brakett hat einen Rettungswurf gegen Verlangsamung geschafft. Also der ist betäubt. Das ist eine gute Strategie. Mag jetzt nicht perfekt sein. Was war das da? Na gut. Nicht so schlimm. Greift mal alle den da an. Ja, wir haben ihn getötet. Wir haben die Betrachter getötet. Und wir haben nicht wirklich viel Damage genommen. Das war doch gut. Wir sind Helden. Ihr seid allesamt Helden, meine Freunde. Ja. Anscheinend ist die Unsichtbarkeit auch schon wieder weg. Weil wir können ja jetzt, hier Dinge tun. Und uns Heilzauber wirken. Zumindest dies von denen weg, die angegriffen haben. Oder eigentlich nur von Viconia anscheinend. Wenn das euer Wunsch ist. Ist auch egal. Verstehe ich nicht. Wir haben auf jeden Fall ein weiteres Teil, was wir gebrauchen können. Den Augenstiel eines älteren Todesauges. Der ist wie das Blut, können wir in der Draustadt dann gebrauchen, wenn wir uns dahin begeben. Es macht immer Sinn, die vorher zu sammeln, weil es hier ein relativ hartes Zeitlimit auch gibt. So, hier haben wir ein Amulett des Zauberschutzes. Gut, Edwin kann das natürlich nicht einsetzen. Und die Klinge des Ausgleichers. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Ausgleicher Knauf, ob ich den noch habe. Ob ich den die ganze Zeit aufgehoben habe und der liegt jetzt hier irgendwo in meinem Beutel. Oder ob ich den irgendwo auf den Tisch gelegt habe. Ich meine, ich habe ja mal irgendwelche Dinge weggelegt. Ich glaube in Cerns Haus? Eventuell? Aber so 100% sicher bin ich mir da nicht. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier bei Jan den einen Zauber des zweiten Grades wegmachen und ihm dafür dieses Amulett hier anziehen. Ja, Hiras Amulett werde ich nie im Leben mehr ausziehen. Außer um es vielleicht Jan zu geben. Das hier ist das Charisma-Amulett. Das bleibt alles so, wie es ist. Das Amulett ist zwar schön. Hätte ich Brakett lieber Giftimmun oder hätte ich Brakett lieber einen Rettungswurf-Bonus von +2 gegen Zauber? Ja, Gift ist nicht das Problem. Gift ist nicht das Problem. Vor allem ist das nicht die Giftimmunität wie vom Ring des Gags, sondern das ist so eine relativ schlechte Giftimmunität. Dann nehmen wir lieber den besseren Rettungswurf. Ja, das macht doch einen Unterschied hier. 7 oder 5 ist schon ein relativ großer Unterschied. Vertrauen ist etwas für Narren. So, jetzt würde ich gerne Monster beschwören, um hier weiterzumachen. Allerdings hat natürlich Viconia Magie fehlwirken. Dann haben wir ja brav diese Tränke hier gekauft, ne? Los! Spuckt's schon aus. Dann würde ich mit Korgan einen Stärketrank nehmen. Ihn nochmal heilen. Ja, wenn er nicht unsichtbar wäre. Also Teile meiner Leute sind unsichtbar noch. Ja, Korgan zum Beispiel. Das ist blöd. Ich mache, was ihr wollt. Aber dann hätte ich ihm jetzt verbesserte Hast reingehauen. Eine Menge Gold und Edelsteine. Und den Trank des Magieschutzes. Und dann hätte ich gesagt, okay, Korgan, geh mal alles töten, was hier rumläuft. Nehmen wir nochmal den Trank hier. Was gibt's? Und dann würde ich dir gleich den anderen Trank noch geben. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Ach, guck mal da. Normale Gegner. Sozusagen. Hier ein paar Drow, die einen Betrachter töten wollen. Wenn es denn sein muss. Viel Glück dabei. Ja. Ich hoffe mal, der Betrachter geht nicht instinktiv auf mich, weil ich hier die wahre Bedrohung bin. Ich glaube sogar... Hast du hier etwa Angst bekommen, du Feigling? Oh, die haben mir den Kill gestohlen. Ich weiß, ihr seid 5 und ich bin nur zu zweit, aber trotzdem habt ihr den Kill gestohlen. Für so wichtig halte ich mich. So, der Drow wird gleich sterben. Ja, die Drow haben doch keine Chance. Ich kann auch vielleicht mal jeder hier die Waffe wechseln. Machen wir das doch. So, dann schießen wir euch mal einen Haufen. Das geht doch besser als gedacht hier. Korgan ist müde wegen seinem Blutrausch. Ist jetzt genug Zeit vergangen, dass ihr wieder sichtbar seid? Noch nicht wirklich, ne. Ich werde jetzt mit Korgan auf jeden Fall weitergehen. Und gucken, was hier noch so rumläuft. Da haben wir eine ganze Gruppe Betrachter. Wie wär's denn mit diesem Trank hier? Was wollt ihr, Oberweltler? Ja, Personen bezaubern. Ja. Viel Glück, viel Glück, viel Glück, viel Glück.
Oh ja. Kannst du da einfach so reingehen? Wir probieren das aus. Das ist natürlich jetzt eine harte Nummer hier. Okay, kommt mal alle mit. Vikonia kann auch schon wieder beschwören, das ist gut. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier... Also gucken wir erstmal, wie schnell Korgan seine Lebenspunkte verliert und ob ich hier nochmal einen zweiten Rausch mache. Und da war der antimagische Strahl. Der antimagische Strahl ändert alles. Der antimagische Strahl ändert wirklich alles. Wir beschwören eine Kreatur. Korgan nimmt die Füßchen in die Hand. Das ist Braket. Braket kann eigentlich nichts tun hier unten. Zumindest nichts, wo er sich nicht unverhältnismäßig in Gefahr begeben würde. Edwin muss es machen. Also Korgan, du nimmst jetzt mal einen der guten Heiltränke. Oh Gott. Du nimmst einen der guten Heiltränke, sagte ich. Jetzt bricht hier gleich alles über dich hinein. Braket, geh weg. Korgan hält es immer noch gut aus. Was ist los? Ist etwa immer noch der Trank aktiv? Nee, ist er nicht. Korgan hat eingebüßt. Ja, da geht's los. Todesstrahl. Das sollte eigentlich nichts machen, ne? Oh, scheiße. Auch meine Geduld kennt Grenzen. Wenn's denn sein muss. Ja, da war schon wieder der antimagische Strahl. Ja, das hat ihm sogar den Trank weggebannt. Also damit habe ich ja eigentlich auch gerechnet, dass das genau so sein würde und nicht anders. Jetzt haben wir hier natürlich einen spannenden Moment. Jan muss auch mitkommen. Korgan hält das ja eigentlich ganz gut aus, immer noch. Was ist denn, wenn wir nochmal mit dem Rausch anfangen, ne? Jetzt ist auch ein Feuerelementar da, der schon direkt irgendwie festgehalten wurde. Da kommt ein Todeszauber. Beschwören wir nochmal eine Nymphe. Das sind jetzt nicht so unbedingt die Power-Zauber. Ich muss das ja schon mal zugeben. Aber wir haben ja noch dreimal Schädelfalle hier drin. Mit ein bisschen Glück. Edwin? War das schon die Schädelfalle? Das war schon die Schädelfalle. Edwin, du musst jetzt laufen. Du bist jetzt nämlich in deren... KI als Ziel wahrscheinlich drin. Ich hätte vielleicht vorher noch irgendwie einen Debuff reinhauen sollen. Aber ihr seid jetzt fast tot. Ihr seid jetzt alle fast tot. Oh, das ist so knapp gewesen. Verstanden. Jan, hast du nicht Lust, die umzubringen? Hä? Ja, du trinkst doch mal einen Trank, wenn du kannst. Ja, und Edwin kriegt doch einen Sack. Edwin wird vielleicht sterben. Was tun wir da? Wenn Edwin jetzt seine Unsichtbarkeits... Ja, scheiße. Na, Edwin wird jetzt wahrscheinlich sterben. Wir gucken mal, ob ich einen Unsichtbarkeitstrank habe, den ich ihm rüberwerfen kann. Weil die hätten sterben müssen, sonst passiert genau das, was jetzt passiert. Ich muss auch überlegen, ob ich wirklich einen Unsichtbarkeitstrank nehme oder ob ich nicht einen Heiltrank nehmen will. Ja, ich glaube, ich will einen Heiltrank nehmen. Na komm. Ist die Todesfolge schon raus? Ist der Heiltrank schon genommen? Was passiert hier? Warum macht keiner, was er soll? Auch meine Geduld kennt Grenzen. Was gibt's? Okay, da ist die Todeswolke. Das heißt, Jan kann jetzt auch laufen. Das Skelett da oben habe ich ein bisschen ignoriert. Ist aber auch nicht schlimm. Kann Korgan in eine Todeswolke gehen? Ja. Ich mache, was ihr wollt. Das kann er. Wir eine Menge Gold und da hat er den ersten schon umgebracht. Jetzt töte bitte den zweiten. So schnell du magst. Ja, jetzt töte den dritten. Komm. Ja, jetzt töte den vierten. Oh mein Gott. Ja, Korgan, du bist mein Gott. Schar steht für mich an oberster Stelle. Aber ich werde bei euch bleiben. Das hätte ja jetzt auch anders ausgehen können. Aber wir haben gewagt und wir haben gewonnen.
So, du bist auf jeden Fall jetzt mein Summoner. Ich meine, die haben jetzt schon wieder ihre komischen Todeszauber alle eingesetzt. Aber was ist denn, wenn wir mal mit Unsichtbarkeit arbeiten gleich? Und wieder auskundschaften. Das hat doch, warte mal, stopp, halt was. Habe ich schon wieder was zu weit da unten reingezaubert, ne? Sieht so aus. Was wollt ihr, Oberwettler? Nimm nur mal einen Heiltrank, gell? Das geht schneller. Edwin kann schon wieder zaubern. Sehr gut. Dann machen wir auch gleich nochmal eine Steinhaut. Ich hätte ihn vielleicht vorher mit Zauberimmunität gegen Nekromantie-Zauberimmun machen sollen. Das machen wir nächstes Mal, wenn ich mit Edwin sowas Riskantes vorhabe. Im Nachhinein hätte ich jetzt gerne auch den Kettenzauber nochmal, weil dann hätte ich nochmal einen lernen können. Also hier dreimal Massenunsichtbarkeit war Verschwendung. Aber hätte Fahrradkette. Ich sag's ja auch hauptsächlich, damit wir es nächstes Mal besser machen. Gedankenschinder Magiewiderstand. Das klingt so, als wäre ein Gedankenschinder in die Todeswolke gelaufen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Jan, versteck du dich mal. Ich trau Kraket nicht, was das angeht, ne? Oh ja, hier geht's ab. Wer sind denn hier die Monster? Ich glaube, die Gedankenschänder sind die Monster hier. Ich mach's, aber nur für eine Stätte. So, Piconia? Kein Grund aufzuhören. Einfach weiter beschwören. Wisst ihr, das erinnert mich. So, Korgan kann da ja reingehen, wenn er seinen Rausch benutzt. Ja, dann werden wir das auch tun. Ich glaube, meine Skelette sollten sich aber gut schlagen. Jetzt müssen wir mal gucken, wer mein Hauptziel wird. Ob es die Gouts sind oder die Gedankenschänder. Ich glaube aber eher die Gedankenschänder. So, Viconia hat schon wieder aufgehört zu zaubern. Warum tust du das? Ja, tötet den Gedankenschänder, Korgan. Ich schicke sogar nochmal Edwin runter. Schicke ich Edwin runter? Zumindest bis hierhin, ja. Weil ich möchte natürlich eine verbesserte Hast ins Spiel bringen. Das bringt so viel. Da lohnt es sich immer ein bisschen Micromanagement zu betreiben. Da ist sie auch schon. So. Und. Hat das Korgan jetzt auch abgekriegt? Jetzt hat er es abgekriegt. Also deswegen kann man anscheinend aus der verbesserten Hast rauslaufen. Ganz komisch eigentlich, ne? Lasst mich in Frieden. Eine Vergeudung meiner Talente. Ja, das ist alles. Sterben eigentlich meine Skelette? Ich könnte mir vorstellen, dass die Gedankenschänder die umbringen. Oder dass die Gouts sie totbeißen? Müssen wir mal gucken. So, jetzt ist auf jeden Fall der eine da tot. Die Gouts sollten eigentlich kein Problem sein. Komm, Korgan, töte den Gedankenschänder da hinten. Die machen jetzt ihre Psy-Schläge. Die Skelette sagen, das interessiert mich nicht, ich habe kein Gehirn mehr. Und ja, das läuft. Sehr gut. Das Level-Up hat sich Korgan verdient. Warte mal, das sind ja noch Gegner. Die waren so schön neutralisiert, dass ich es gar nicht wahrgenommen hatte. So, jetzt habe ich total das Bedürfnis zu speichern. Es ist nicht ganz weg, ne? Es ist nie ganz weg, dieses Bedürfnis. Ich hab das immer. So. Gucken wir mal. Ich müsste eigentlich ein bisschen schneller laufen, ne? Hier unten. Was haben wir hier unten? Ich werde unbemerkt. Niemanden. Nichts. Okay. Ja, Bracket hat auch. Ja. Noch Schleichen aktiv. Dann nehmen wir ihn doch mal. Um hier lang zu laufen und zu gucken, was hier so rumläuft. Ja. Okay. Schicken wir mal ein paar Skelette hier hin. Gut. Und dann würde ich jetzt mit Korgan das Level Up machen. Level 18. Da wird es langsam spannend. Da gibt es nochmal einen Waffenpunkt. Da muss ich jetzt entscheiden, Kriegshammer oder Kampfstil mit zwei Waffen maximieren. Kampfstil mit zwei Waffen bringt direkt etwas, nämlich plus 2 ETW0 auf der Offhand. Kriegshammer bringt was für später. Ich hätte dann ein Level früher Kriegshammer maximiert. Ich glaube aber, dass ich den Zwei-Waffen-Kampf
eigentlich ignorieren kann. Ich will Kriegshammer in die Haupthand nehmen, um weiter das Kurzschwert benutzen zu können. Und das Kurzschwert ist sowieso nicht so... Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Das ist meine bezahlt. Begründung, ja. So, Korgan darf nochmal Raserei machen. Und ich glaube, Korgan kann das alleine, ne? Da ist noch eine. Ja, so geht's mir irgendwie immer. Korgan kann das alleine, ja. Komm, Raket, hilf ihm. Gerne auch mit denen da. So, dann würde ich auch sagen, eins von euch Kriegerskeletten kommt auf jeden Fall hier rein, damit ein Todeszauber eventuell abgefangen wird. Und sobald ich kann, nehme ich den nächsten Trank des magischen Schildes. Das müsste jetzt sein, ne? Macht's kurz. Hat er jetzt einen genommen? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Es geht weiter. Oh Gott. Raket, du musst, ja. Okay. Wir fallen hinter die Skelette zurück. Ja, ist ja gut. Ich hab schon wegen weniger getötet. Der Sieg wird unsicher. Hier kommt jetzt erstmal alle hierher. Yahira, du warst eben so super nützlich mit deiner Nymphe und deinem Feuerelementar. Nämlich fast gar nicht. So, das erste Skelett geht mal da rein. Und kriegt einen Todeszauber ab. Damit müsste es jetzt verschwunden sein, oder? Ja, sonst würde ja der Kampf weitergehen. Dann geht das zweite Skelett da rein. Okay, es scheint loszugehen. Ja, wir machen das jetzt so. Gut, wenn ihr denkt, dass das wirklich gut wir sind allesamt so Helden. Viele Taten bereuen wir später. Warte mal, was war das? Das war ein Kriegerskelett. Sehr gut. Beschwör das dahin. Jetzt würde ich sagen, Yahira, du darfst Korgan heilen. Braket, du bist auch ein guter Heiler. Du darfst auch Korgan heilen. Korgan muss hier eine Menge aushalten. Aber die Kriegerskelette machen jetzt auf jeden Fall den Gaut tot. Da geht die Nymphe auch drauf. Okay, mach halt. Joa, der Gaut haut ab. Der Betrachter macht eine geistige Beherrschung. Nein, wird Opfer einer geistigen Beherrschung. Das müssen wir uns mal angucken. Ah ne, der Betrachter ist noch voll hier im Gang. Ja, dann gehe ich doch mal wieder weg. Der ist ja gleich hinüber. Ihm bloß... Ach so, ich kann Braket ja einsetzen. Oh mein Gott, das vergesse ich immer wieder. Ich vergesse immer wieder, dass ich den Spiegelumhang trage. Sorry, wenn ich ein bisschen hibbelig bin gerade. Der Spiegelumhang hat ja die Eigenschaft, dass er nicht dispelled werden kann. Und dass er die Zauber absorbiert, die Betrachter benutzen. Außer sowas wie Fleisch zu Stein natürlich. Oh, Scheißdreck. Lähmung, auch nett, ja. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ich darf nicht mit Braket drangehen. Ich darf nie mit Braket drangehen. Das ist eigentlich die Regel, die immer gilt. Und ich habe sie fast schon wieder missachtet. So, Jan. Wir haben jetzt eine Armee. Wie ihr wünscht. Die Nymphe darf uns heilen und du darfst gleich nochmal versuchen, dich zu verstecken, weil es gibt hier bestimmt noch mehr Gegner. Ich habe auch die Drow noch nicht gelootet. Ich loote jetzt generell im Moment erst, wenn es wirklich alles sicher ist. Nein. Fleißige Handarbeit. Schleißig gewartet. Aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen. Das ist nicht akzeptabel. Wen schicken wir da rein? Die Nymphe. Ja, es tut mir echt leid. Aber ich habe dich am wenigsten lieb. So, Jan. Du kannst meine Falle hinlegen. Das machen wir einfach, ja. Und dann würde ich sagen, buffen wir nochmal eine Runde. Wo wir schon so schön hier stehen. Schutz vor Bösem. Couch Befehle. Ja, hat's noch. Schutz vor Bösem. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, Edwin, ich wünschte, ich hätte dir den Kettenzauber gelassen, ne? Und ich habe auch keinen. Ich habe auch gar keinen. Ach doch, habe ich. Immunität gegen Zauber habe ich tatsächlich. Das ist natürlich richtig blöd, dass ich das nicht genommen habe dann. So, dann hätte ich, wäre ich extrem viel cooler gewesen. Na gut. Ja, Jan, du solltest nach jeder Falle eine neue Falle legen, weil falls hier irgendjemand herkommt.
Kriegen wir das hin? Ich denke mal, dass der Betrachterkönig da hinten jetzt hier, ja, so nenne ich den, dass der gleich den Todeszauber auf die Nymphe macht. Ja, oder alles mögliche auf die Nymphe macht. Schicken wir das nächste Kriegerskelett rein. Vikonia kann ja nochmal eins beschwören. Eventuell kommen die jetzt auch schon. Müssen wir mal gucken. So, Kriegerskelett geht da rein. Sieht gut aus bis jetzt, ne? Schicken wir das nächste. 30 Schadenspunkte hat es gemacht. Ja, ich glaube, das ist ein Moment, wo wir alle reinschicken einfach. Und eventuell auch nochmal eine Hast reinwerfen. Müsste ich ja haben, ja, komm hier. Komm, mach, schneller. Ja, ein Kriegerskelett hat noch Hast abbekommen, ne? Besser als keins. So, Jan. Du hast auch Hast abbekommen. Du kannst mal auf die Suche gehen. Ach, guck mal einer. Schau. Ja, der ältere Betrachter ist noch da. Also ich finde das interessant, dass diese Wesen, die hauptsächlich aus Augen bestehen, Unsichtbares nicht sehen. Hier haben wir nochmal einen Gaut. Zwei Gauts. Sind die Kriegerskelette schon fertig? Nee, ja. Der ältere Augentyrann macht immer noch Dinge. Der könnte auch gleich jemanden einkerkern, das tut der. So einer ist das nämlich, ne? So. Ist jetzt ein Skelett auch gestorben? Verstanden. Scheint so. Okay. Kommt hierher. Yahira wird Kittix beschwören. Oh nein, geht nicht. Okay. Dann ist irgendwo noch ein Monster von mir. Ich werde es gekonnt und sorge für dich. Aber ich weiß nicht wo. Erledigen. Vielleicht eingekerkert, vielleicht habe ich es verpasst. Keiner sieht mich mehr. Geh du mal da hoch. Oh ja, ja, ja. Und wir sollten vielleicht ein Stück hier weggehen. Wenn das euer Wunsch ist. Genauso wie ihr hier ein Stück weggehen solltet. Weil da jetzt ein Todeszauber, genau, da kam jetzt ein Todeszauber, dann geht ihr jetzt da rein. Und wir beschwören noch ein paar. Ich habe schließlich nicht umsonst 8 Skelette gelernt. Ich wollte die auch schon benutzen, ja. Es ist interessant, dass eigentlich immer nur einer einen Todeszauber irgendwie hat. So, Jan, du gehst wieder in den Schatten. Dann gucken wir uns das Ganze auch an. Wenn ich jetzt noch für jede Gruppe Kriegerskelette einmal Hast gelernt hätte, dann wäre das natürlich noch viel schöner. Aber das funktioniert ja, wie ihr seht, auch so. Die haben ja gar keine Chance hier. So, hier oben erwarte ich noch Betrachter drin. Ne, gar nicht mal. Das ist ja super. Dann seid ihr ja auch eher ein bisschen frei wild da oben. Weil Gauts haben keine Chance. Na, ich sagte, du hast keine Chance. Genau, hau ab. Mach, dass du wegkommst. Oh nein, lauf nicht weg. Okay. Ihr geht da oben rein. Ich werde Jan die Ehre überlassen, diesen Gaut zu töten. Schließlich ist er hier so ein bisschen der Redelsführer. Gucken wir nochmal, was da ist. Dieser Zwischengang hier, der ist noch unerforscht. Oh, da oben der Bereich ist auch noch unerforscht. Aber da scheint nichts zu sein. Okay. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt eigentlich auch, dass das alles war dann. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben den Betrachter-Dungeon mehr oder weniger leer gemacht. Ja, Abil, Vertrauen die sollten alle tot sein gleich. Gucken wir mal, ob es hier wieder so einen Schatz gibt. Ach, guck mal ja, da, ein Kriegerskelett. So ein Haufen aufrichtiger, guter Kumpels. Keine Ahnung, wie ich das aber übersehen habe. Muss ich in dieser Gestalt mein Dasein fristen. Jan findet hier auch keine Falle. Ein Pfeil des Zauberbruchs, glaube ich. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch extrem gut aus. Ich werde eurer Stärke folgen. Wir sind Killer. Gut. Begeben wir uns mal nach da. Weil da ist ja noch irgendwas zu looten. Ein
schicke ich Korgan wieder mal vor. Okay. Mal gucken, ob hier oben... Ach ja, da müsste auch jemand reingehen, der Fallen suchen kann. Hm. Oh, also das ist nun wirklich kein Problem. Ich will nämlich nicht an einer Falle sterben. So, die Kriegerskelette dürfen wieder nach vorne gehen. Damit der Rückweg auf jeden Fall frei ist. Oh, ich liebe das, wenn die Kriegerskelette hier lang stampfen. Das Grünstein-Amulett. Genau, das ist ja auch einer der Gründe, warum man diesen Dungeon am besten vor dem Betrachter-Dungeon macht. Das Grünstein-Amulett, das man auch in Baldur's Gate 1 kaufen kann. In Ulgoths Bad, oder wie das heißt? In diesem, wo Shangala rumsteht. In diesem Dorf. Das macht ja immun gegen irgendwelche Gedankenbeeinflussungssachen. Hier haben wir aber dick Schätze bekommen. Ich denke, die Smaragde nehme ich noch mit. Bin langsam picky, ja. Ich esse nicht mehr alles. Aber die Halskette esse ich. Das waren bestimmt 10.000 Goldmünzen, die wir da gerade bekommen haben. Im Moment. So, euch zwei noch. Gold, gesund. Da ging es nirgendwo hin, nicht? Genau, die führt uns nirgendwo, diese Treppe. Dann gibt es hier noch die Drow, die wir looten müssen. Und das da. Also irgendwo gibt es hier noch ein 10% Magieresistenz-Amulett. Das will ich auf jeden Fall haben. Auch wenn ich Viconia eigentlich schon gut genug ausgerüstet habe, ne? Und die Amulett nicht wiederhergeben will. Das ist eine Schleuder. Ich glaube, die Schleuder, die war auch nicht schlecht. Wo ist das Magieresistenz-Amulett? Ist das eventuell gar nicht hier in diesem Dungeon, sondern war das schon in dem anderen Betrachter-Dungeon, den wir gemacht haben? Ich glaube es fast. Okay, gucken wir nach den Drau-Sachen hier. Ja, das ist ohnehin eine Standard-Taktik. Ihr habt Feldharnische. Und Flegel und Schilde. Na, gucken wir uns mal so ein Schild an. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Minus 4 auf die Rüstungsklasse. Ja, es ist jetzt nicht so super gut. Die Schleuder und den ganzen Kram geben wir mal Edwin. Der kann das hoffentlich gleich durch Angucken identifizieren. Da ich ja jedes Mal, wenn ich begrenzter Wunsch zaubere, das irgendwie falsch mache. Genau, das hier schützt gegen Verwirrung, Furcht, Beherrschung, Gedankenlesen, also Zeug. Und außerdem Psi-Kräfte für eine Phase. Das ist richtig gut. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Das ist Massis Schleuder. Eine plus 4 Schleuder. Joa. Irgendwer benutzt doch bestimmt auch noch Schleudern, oder? Eigentlich nur du. Und die habe ich ja die plus 5 Schleuder gekauft, die keine Schleudersteine benötigt. Ja. Ich bin an dem Punkt, wo ich so viele Dinge habe, dass ich nicht weiß, was ich damit tun soll. Gucken wir erstmal, was die anderen Drow hatten. Also das ist nun wirklich auch ein Feldharnisch. Noch mehr Feldharnische. Die sind auch nicht so viel Geld wert wie Feldharnische an der Oberwelt. Jetzt ist halt die Frage, ob irgendjemand anderes noch die Drow-Sachen anziehen will. Rüstungsklasse von minus 4. Korgan hat im Moment Rüstungsklasse von minus 1, wenn ich den Schutzumhang plus 2 dazu zähle. Und wie schon letztes Mal gesagt, die Rettungswürfe sind mir ja wichtig. Und er hat, er hat so negative Rettungswürfe. Das ist ja schon geil. Wieso hast du so negative Rettungswürfe? Können wir eventuell bei dir das umändern und dass du den hier freigibst? Ich weiß zwar nicht, wer den dann anzieht. Wahrscheinlich Edwin. Ja, oder Yahira. Aber was ziehe ich hier dann sonst für einen Ring an? Ja. Also ich glaube, wir könnten Korgan umstellen. Das tun wir mal testweise. Ziehen wir das hier aus, ziehen wir das hier an, wird deine Rüstungsklasse viel besser. Den kann kurz Edwin bekommen, damit seine Rettungswürfe besser werden. Ja, die sind auch gar nicht so schlecht. Und deine Rettungswürfe sind immer noch sehr gut und alle negativ. Also das sollte eigentlich okay sein dann. Weil auf Korgan hat jetzt schon alles gebaut bei mir, muss ich ehrlich zugeben. Habt ihr ja gesehen gerade. Ohne Korgan wäre das hier alles anders gelaufen. Fürs Erste. Und gelernt haben wir
Wenn ich mit Edwin und Kettenzaubern und Schädelfallen da reingehe, ist es auch eine Option. Ich brauche halt Zauberimmunität, Nekromantie. Auf jeden Fall, damit Edwin nicht von irgendwelchen Todeszaubern getroffen werden kann. Und auch damit Edwin nicht von den Wunden verursachen getroffen werden kann. Also das wäre jetzt, was ich verändern würde, wenn ich es das nächste Mal mache. Dann würde ich das ein bisschen anders angehen. Und später schlitze ich euch den Bauch auf. So. Dann looten wir jetzt nochmal ein bisschen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auch für heute. Wir haben die beiden ersten Dungeons hier unten gemacht. Den, mein Gott, ich bin so glücklich gerade. Ja, den Gedankenschinder-Dungeon machen wir nächstes Mal. Aber wir haben gerade Mordekains Schwert gefunden. Das ist eins der besten, einer der besten Beschwörungszauber im ganzen Spiel. Mordekains Schwert ist gegen fast alles immun, außer gegen direkten magischen Schaden. Und natürlich Todeszauber. Aber ansonsten ist es immun und es trifft, glaube ich, als +4-Schwert. Hat zwar nur einen Angriff die Runde, aber man kann damit theoretisch Leute töten, was man nicht glaubt. Vor allem, weil alle KI-Gegner immer wieder auf das Schwert hauen, obwohl es nichts macht. Das ist ein sehr guter Zauber, den gibt's. Weiß ich nicht, ob es ihn garantiert irgendwo gibt, aber den haben wir gerade zufällig gefunden, ja? Und das ist natürlich enorm gut. Dann lohnt es sich doch für Edwin nochmal Zauber zu lernen. Vielleicht starten wir damit dann nächstes Mal. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.